Auch für gläubige Muslime ist der Covid-19-Impfstoff geeignet. Mediziner in Großbritannien warnten, dass falsche Informationen, denen zufolge der Impfstoff Teile vom Schwein enthalte, in den sozialen Medien kursierten und dass dies die Impfkampagne gefährde. Die Muslime fürchten, dass der Impfstoff Zusätze enthalten könnte, die nicht halal, also rein sind. Wer so etwas sagt, verbreitet falsche Informationen, Lügen. Im Land mit den meisten Muslimen der Welt, Indonesien, ließ sich Präsident Joko Widodo als erster impfen. Vom obersten Rat der Muslime Indonesiens war der Impfstoff für halal erklärt worden. Die deutsche Firma BioNTech gab an, ihr Impfstoff sei sowohl halal nach muslimischen als auch koscher nach den Richtlinien des Judentums. Die Angst der Muslime, dass der Impfstoff nicht halal sei, basiert darauf, dass im Grippeimpfstoff in Großbritannien bis vor kurzem Gelatine vom Schwein war. Die medizinische Forschung zu respektieren, das lehrt der Islam. Er achtet die Wissenschaft und die intellektuelle Entwicklung. In den meisten Ländern werden die Senioren und das Gesundheitspersonal als Erste geimpft. Indonesien impft als Erste das Gesundheitspersonal und die arbeitende Bevölkerung.